Su-su-su-sa-sa-sa. Ja, was haben wir denn da? Die Putzshow! Hat er nicht mitgerechnet? Einen wunderschönen guten Abend. Ja, das ist so ein Insider. Wer hier schon mal LOL geguckt hat, der weiß, was mit Chu-Chu-Chu und Cha-Cha-Cha gemeint ist. Ist auf jeden Fall ein schöner Ohrwurm. Dürft ihr gleich im Anschluss an dieser Sendung mal googeln. Ich glaube, Chu-Chu-Chu, Cha-Cha-Cha, Anke Engelke, Bastian Pastewka. Jetzt bist du aber bei der Putzshow. Ich bin die Katrin. Ich heiße dich herzlich willkommen. Jeden Donnerstag gehen wir live. Und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und auch, wenn du dir das später anguckst. Auch das geht natürlich. Ich werde im Laufe der Sendung aufrufen, hier gerne in den Chat zu schreiben. Das geht natürlich nur während der Live-Sendung. Danach gerne in die Kommentare. Und wir haben heute Fotos dabei, weil ich auch schon mal gesagt habe, schick mir doch mal ein Foto. Wie sieht denn dein Putzschrank eigentlich aus? Ist schon ein paar Wochen her. Trotzdem gibt es natürlich heute das Foto, weil diejenige das Video einfach später angeguckt hat. Wir reden über das Putzen, denn Putzen macht Spaß. Oder wie wurde ich heute am Telefon genannt? Na, so stelle ich mir eine motivierende Vertriebspartnerin vor, die die Produkte an den Mann bringen will. In dem Fall war es auch ein Mann. Gruß geht raus an einen neuen lieben Kunden in Siegburg. Und wisst ihr was? Der wusste nicht, dass ich Videos habe. Ja, gib mir das denn. Hat der mich einfach nur über Google gesucht und gefunden. Und jetzt hoffe ich, dass er vorm Fernseher sitzt. Und wer hat geschrieben? Die Manpower. Gesagt, diese Woche darfst du zugucken. Wir haben die Woche auch noch ausgetauscht. Ne? Es ist viel los. Unser YouTube-Kanal wächst, auf Instagram geht steil nach oben. Deswegen bin ich viel am Tippen. Und jetzt kommen wir mal Fotos und Fragen der Woche. Deswegen. Warum? Weil ich es kann. Und ich habe viele schöne Fotos. Das ist von der Chrissy. Da warte ich übrigens noch auf ein Nachher-Foto. Das hat sie mir geschickt. Katrin, kann ich das sauber machen mit dem Intensivreiniger. Und der grauen Bodenfaser. Auch dazu gibt es ein tolles Video. Außentreppe reinigen. Ist ja hier auch Stein. Denn das, was du da siehst, ist ganz viel Grünspan. Und gerade letztes Wochenende Samstag waren viele unterwegs, schon die Terrasse sauber schrubben. Richtig? Ja, so geht's. Nächstes Foto. Danke, Chris, für das Foto. Und das ist von einer lieben Kollegin. Dazu habe ich gleich noch eine Frage. Das ist das Wohnmobil von ihr, komplett ausgelegt mit Gemarco-Fußmatten. Die hat das Wohnmobil so gekauft, damit die Fußmatten reinpassen. Nein, sie hat die zugeschnitten. Das geht. Vorher einmal waschen. Du darfst die Fußmatte zuschneiden. Die Gewährleistung ist danach nicht mehr gegeben. Es passiert aber nichts. Das geht. Die ist extra so konzipiert, dass sie so schön zugeschnitten werden kann. Also Doris, das Geile ist, nach der Saison, so kommt der Karnevalsjack durch, nach der Saison nimmst du die Fußmatten raus, schmeißt sie in die Waschmaschine, darunter ist alles schön sauber. Zeige ich dir auch mal hier und das nächste, kommen wir mal direkt durch, ich habe hier viele. Das ist von der Mina. Mina habe ich gesehen, ist auch schon da. Hallihallo. Gabi ist auch da, Ulrike auch. Ich habe gerade noch in den Chat geschrieben, für mich mache ich den Chat jetzt aus, weil sonst gucke ich immer nach unten und bin abgelenkt. Wenn aber Fragen reinkommen, werden sie mir freundlich vorgelesen von Dirk. 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 Genau. Das ist ihr kleiner, wie sie sagt, mein kleiner Putzschrank. Das war der Aufruf. Wie sieht es eigentlich bei dir in der Schublade aus? Vielen lieben Dank. Mina ist aber auch immer schön fleißig. Denn, ich glaube, Spiegel waren es. Und anhand der. Glastür. Ist das eine Glastür? Ja. Auch da geht der Glasreiniger. Heute war eine Kundin bei mir gewesen, die ihre Bestellung abgeholt hat. Ah, Frau Beck, ich gucke sonst noch mal, was haben Sie denn noch so da? Und guckt sich die Reiniger an. Und dann haben wir festgestellt, welcher Reiniger oft benutzt wird und welcher weniger. Und Glasreiniger war einer dabei, den benutze ich ganz selten. Dann habe ich hier aufgezählt, wo der noch überall zum Einsatz kommen kann. Ach, besonders bei Kleberesten. Oder diese Noppenabdrücke von Saugnäpfen.
Kriegst du wunderbar damit sauber. Dankeschön, Mina, für das Foto. Und das ist von der Nancy. Das ist aber das Nachher-Foto. Oder? Nee, tatsächlich. Das ist das Vorher-Foto. Da war ich richtig. Ja. Nancy hat mich am Wochenende gefragt, wie kriege ich denn den Ranzen sauber? Übelst. Das ist auch so eigentlich ein Klassiker mehr für die Sommerferien. So sah es vorher aus. Empfehlung, grüne Faser und Intensivreiniger. Das ist das Nachher-Foto. Es ist noch nicht hundertprozentig sauber. Wenn du aber etwas reinigst und das sieht danach annähernd schon mal besser aus, ist das der richtige Reinigungsansatz. Dann ist es richtig. Dann halt nochmal und nochmal. Schmutz kommt ja auch nicht von jetzt auf gleich. Tada! Und ist auch direkt wieder weg. Also vielen Dank, Nancy. Und? Hierzu gibt's was? Ja. Der Glasreiniger schmiert. Was mache ich falsch? Der zieht ja von alleine weg, Mina. Dann wasch... Nicht die Mina, ist nee. Pumba. Pumba. Dann zu viel Reiniger genommen. Dann kann es eigentlich nur daran liegen. Sprühst du auf die Fläche oder auf das Tuch? Und ist das ein sauberes Tuch? Weil das, der zieht ja von alleine weg. Er löst keine groben Verschmutzungen. Na, also wenn du das auf dem Fenster benutzt, ich persönlich würde nie alle Fenster mit einem Glasreiniger sauber machen. Bin ich viel zu lange dran, habe ich überhaupt keinen Bock zu. Und das ist für mal zwischendurch. Aber wenn die Scheibe dreckig ist, dann müssen wir schon hier grüne Faser, Profitot, Trockentuch. Elke meint, Reiniger auf das Tuch. Pumba macht's auf die Fläche. Ah, habe ich gleich eine Frage, auch eine Frage. Ich glaube, ich habe bei den Fragen der Woche dabei. Kann man machen, du nimmst aber automatisch immer mehr Reiniger. Weil stell dir mal jetzt eine Tür vor, die du besprühst. So groß. Ach komm hier, ich habe ja meinen Ordner dabei. So, wenn ich die Fläche besprühen möchte, sprühe ich ja automatisch mehr, als wenn ich nur so eine Fläche besprühe. Das Nummer eins. Und unsere Reiniger sind so gut, da braucht man wenig. Und daran kann es meiner Meinung nach nur liegen, dass es zu viel Reiniger gewesen ist. Dann schmiert es. Noch Fragen oder wollen wir mit den Fotos weitermachen? Wir machen mit den Fotos. Ja, wir haben doch keine Zeit hier. Schu, schu, schu. Die Anne. Habe ich mir aufgeschrieben, wie das heißt? Moment, weil ich gesagt habe, was ist das denn? Weil manchmal hilft kein Gemaco mehr, hat sie geschrieben. Da muss man mit härteren Geschützen auffahren. Das ist mein Climelion. Climelion. Sieht aus, wie als ob sie wahrscheinlich damit... Ach, guck mal, das ist so eine Kehrmaschine. Links hat sie schon, rechts muss sie noch, oder? Cool. Mhm. Cool. Wobei die Hose sieht... Ist das eine Arbeitshose? Finde ich lustig für eine Frau. Anne ist auch... Ist, darf man sagen, Anne vom Land. Da läuft man mit sowas rum. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Gut, ich hab zwei heute davon, weil es ganz viel ist. Fangen wir oben mal an, das war ganz lustig. Weil ich habe einer Kundin ganz viele Informationen zu unserer neuen Aktion gegeben und habe unter anderem auch das Kraftgel vorgestellt, per WhatsApp, mit Fotos etc. Und da reingeschrieben, es reichen 2 bis 3 Tropfen im warmen Wasser. Daraufhin, also ist die andere Folie, sehe ich jetzt. Mach mal das andere, Entschuldigung, mach mal das nächste erstmal. Da, genau. Meintest du damit das Spülmittel mit warmem Wasser oder generell, also auch beim Boden, dann nehme ich nämlich kaltes Wasser. Ups! Kann man machen. Ich persönlich putze nur mit warmem Wasser. Außer die Außentreppe. Da denke ich mir, das kann ich mir sparen draußen. Da ist mir die Außentreppe nicht gut genug für. Warmes Wasser. Ah, ich habe den Waschkreis vergessen. So, wartens. Hol den mal. Der muss flitzen. Ich habe der Gabi nämlich gesagt, sie soll bitte heute einschalten. Ich würde es erklären. Das ist Live-Sendung. Es gibt so einen tollen Waschkreis. Zeige ich dir. Ich erkläre mal gerade, wo er das findet. Runterlaufen. Wenn du auf den Tisch drauf zuläufst, wo ich immer packe, da muss so ein bunter Kreis irgendwo drin sein. Guck mal bitte. Entweder in dieser runden, in der roten eckigen. So ein runder Kreis, wo man die Sachen drehen kann. Danke. Ja Gott. Der ist ja eh noch wach. Dann kann er auch noch gerade mal laufen. So, weiter geht's.
Also Gabi, bleib dran, ich erkläre gleich, warum das warme Wasser so wichtig ist. Oben, das fand ich auch cool. Die Frage war mir auch nicht bewusst. Es steht auf der Banderole drauf, wenn die Fußmatte verkauft wird, also zugestellt wird, steht auch im Onlineshop drin, dass PVC-Böden, man aufpassen soll bei den PVC-Böden. Und das war mir nicht klar, also habe ich Cimaco angeschrieben. Und warum ist das so? Und zwar kann es, Achtung, zu Wechselwirkungen zwischen weichmacherhaltigen Bodenbelägen, in dem Fall PVC, und Gummi, Latex, unsere Fußmatte, kommen. Was letztendlich zu einer Verfärbung führen kann. Kann. Das ist den Bodenherstellern, ist das Thema bekannt? Deshalb sollte man die im Zweifel danach fragen, ob es bei ihrem Boden zu Wechselwirkung und damit Fleckenbildung mit Gummi kommen kann. In dem Fall, sie möchte halt in ihr Wohnmobil legen, die Fußmatte. Das kann passieren in Kombination halt, wenn der PVC Weichmacher hat und du die Fußmatte drauflegst. Kann aber auch passieren, wenn du zum Beispiel da mal mit dem Stuhl drüber rutschst, also mit Rollen oder was Schweres draufstellst. Frag den Bodenhersteller. Ich habe in 9 Jahren hier noch nie was von gehört. Das war heute. Gestern kam die Anfrage. Dankeschön für die Frage. Warum nicht? Da hat eine mal die Banderole durchgelesen. Und letztens noch, gib ein Mittelchen für die Duschtüren. Ja, in dem Fall habe ich aber erstmal die Kundin gefragt, was ist das für eine Duschtür? Weil wir unterscheiden schon zwischen Glas, Acryl gibt es natürlich auch noch, und Kunststoff. Hier, wir sind wieder beim Thema Kalk. Kalk baut sich auf, muss also auch wieder schichtweise abgebaut werden. Hier ist die Empfehlung, grüne Faser und Sanitärreiniger. Jetzt noch die anderen Fragen. Auch cool für alle, die ein Glasdach draußen haben und vielleicht auch schon den Bodenwischer. Es passt, dass unser Abzieher und auch der Einwäscher auf den Bodenwischer passt. Man kann die Bodenplatte abmachen. Werde ich demnächst auch nochmal ein Video zeigen. Und dann oben das Poster. Ja, das Poster. Ich zeige es jetzt heute nicht nochmal. Es nennt sich Cimaco Kompakt und mir ist aufgefallen, dass es Kollegen gibt, die das noch nicht ihren Kunden zugeschickt haben. Ihr bekommt es. Das ist eine große Übersicht, wo alles draufsteht, welche Reiniger, welche Fasern werden wo eingesetzt und dürfen wie gewaschen werden. Und das auch wieder, kleiner Tipp, wenn du etwas bei mir im Onlineshop bestellst oder auch per WhatsApp, per E-Mail, das erste Mal bitte im Onlineshop, danach geht es auf jeden Fall auch einfacher. Aber ich brauche ja die Datenschutzgrundverordnung. Ne? Und ihr braucht ein zweites Poster für die Mama in dem Fall. Schreibt es mir rein. Und ich fand das so süß. Ich habe letzte Woche auch diesen Aufruf gemacht. Ich freue mich immer über die Nachrichten. Und zack, kam eine Bestellung mit so einem Text unten drin. Oh. Danke, Monika, das warst du. Ich habe mich tierisch drüber gefreut. Vielen lieben Dank. Ich glaube, das war's. Wir haben noch ein Foto. Ja. Ich habe nämlich auch mal den Aufruf gemacht, wie guckst du dir eigentlich die Putzshow an? Viele halt auch im Nachgang. Ah, er hat es gefunden. Ach, du bist der Beste. Danke, er grinst. Was beim Friseur, ne? Sieht gut aus. Warte, ist das Bild fertig? Das Bild fertig, Entschuldigung. Genau, das Bild. Und so guckt die Kundin meine Sendung im Nachhinein. Komm mal, Dietmar, da warst du letzte Woche? Schön auf dem Laufband. Super. Vielen lieben Dank. Auch Sie. Ach so, dein Poster habe ich eingeworfen. Kommt. Und jetzt Gabi. Wir gehen mal auf die andere Kamera. Jetzt hat er hier dran rumgespielt. Ne? Das war so klar. So. Warum brauchen wir Wärme? Wo ist es denn? So. Ich kriege das Grüne nicht. Ein Waschkreis. Ich bin noch am Spielen, weil ich euch das zeigen will. Mal, kannst du mir mal das Grüne nach vorne holen? Wo ist es denn? Ich bin am Drehen und am Drehen. Da ist es. So. So bekommen wir Vertriebspartner erklärt, und jetzt erkläre ich es dir, wie Putzen funktioniert. Ich brauche im besten Fall immer Feuchtigkeit, Wasser als Träger. Ich brauche eine Mechanik, also dass etwas passiert, in dem Fall Wischen.
Temperatur, da sind wir, warm. Zeit ist auch sowas, das ist Thema Einwirkzeit. Ne? Wenn du mir hier schon länger folgst, weißt du, das ist für mich großes Thema. Und Reiniger. So, das ist der Idealfall. Wenn ich jetzt, liebe Gabi, gar keine Wärme habe, wird irgendwas mehr. Entweder brauche ich dann mehr Reiniger oder ich brauche irgendwas mehr. So. Oder ich habe keine Zeit. Das ist auch so der Klassiker. Wenn ich wenig Zeit habe, muss ich automatisch, nehme ich meistens mehr Reiniger und ich fange direkt an zu wischen, anstatt einfach mal zu warten. So funktioniert. Der Idealfall ist halt, ich habe von allem. Ne, der Idealfall wäre für mich der sie hier. Moment. So. Katrin ist am Spielen. So, wenig Reiniger, wenig Temperatur, wenig Wischen und einfach viel Zeit. Das ist der Idealfall. Aber wir wollen ja schnell fertig werden. Wir wollen ja schnelle Ergebnisse. Gut. Waschkreis. Check it out. Viel erklärt. So. Dirk macht diesen. Du kannst auch schnipsen wie in der Schule. Oder nee, aufstehen. Achso, ja. So. Wann wird das neue Geschirrspülpulver vorgestellt? Gut. Ich kann das gerne mal in die Kamera halten. Letzte Woche wurde ich gefragt, magst du das nicht, Katrin? Doch, ich finde es super. Ganz klar. Die Gläser glänzen viel mehr. Gib mir mal unsere Dose bitte raus. Ich benutze es jeden Tag. Wie erkläre ich denn bitte ein Geschirrspülpulver? Können wir direkt mal machen. Komm. Das ist die Dose. Ich habe ein Geschirrspülpulver. Übrigens, Tabs. Wenn du noch welche hast, aufbrauchen danach nur noch Pulver. Weil so ein Tab, woher soll das Tab denn wissen, ob du hartes Wasser hast, weiches Wasser hast, ob die Rappel voll hast, die Spülmaschine, ob die wirklich richtig dreckig ist, ob die Sachen angetrocknet sind. Das Tab ist immer gleich. In der Regel wirst du immer überdosieren. So, dann haben wir hier, können wir mal gucken. Ich habe jetzt benutzt 29 Mal und das ist immer noch drin. Du musst den Deckel zeigen. Achso, ich mache ja Strichliste. Hat die liebe Tamara, eine Kollegin, darauf aufmerksam gemacht. Und witzigerweise, hier hinten steht drauf, reicht für 30 Mal. Ja, ich nehme immer nur die Hälfte. Die Hälfte sind, also das sind 18 Gramm. Ich brauche, weil die läuft, der ist bei uns, ist nichts angetrocknet. Die läuft ja jeden Tag. Ich nehme so viel. Nee, ist ein bisschen zu viel. So. So viel, ich muss das mal hier drüber machen, nehme ich an Inhalt. Mehr nicht. Und deswegen werde ich mehr als das Doppelte damit auskommen. Das steht ja echt raus, 30, ne? Nee, Liebchen, da komme ich aber länger mit hin. Und was, ich weiß noch nicht, wie ich das in einem Video erklären soll. Ich habe es jetzt mal gefilmt, wie ich das Pulver in unsere Spülmaschine reinpacke und anstelle. Dann sind wir aber auch in 10 Sekunden durch. Das ist jetzt ein Erklärvideo. Schwierig. Probiert's aus. Bei jeder Bestellung aktuell packe ich einen Tester mit rein. Wenn du weiches Wasser hast und wenig Verschmutzung, reicht das auch für 2 Spülgänge. Und ansonsten holt euch die Dose. Es ist ein super Gemaco-Produkt. Die haben ja lange dran getüftelt. Die würden ja nicht einfach mal, ach, machen wir mal heute Geschirrspülpulver. Die haben sich schon echt was dabei gedacht. Als Fan von Gemaco ein Muss. Und das Waschmittel. Ja. Die Glasreiniger-Diskussion ging weiter. Ja. Es ist ein Glastisch. Ja. Der wird auf die Fläche gesprüht. Ja. Und mit Küchenrolle abgewischt. Ja. So. Möchtest du die Frage beantworten, Dirk? Fehler gefunden. Fehler gefunden? Warum Küchenrolle? Wenn man die Tücher benutzt, braucht man keinen Glasreiniger. Ja, jein, weil du brauchst schon ein zweites. Dann brauchst du einmal nass und einmal trocken. Ja, ja, schon klar. So, Glasreiniger in Kombination immer mit einem Profituch. Der Vorteil beim Glasreiniger ist, du musst nicht nachwischen. Der zieht halt von alleine weg, also nicht nachtrocknen. Ist ein Wisch- und Wegprodukt, genau wie der Küchenhygienereiniger. Küchen, habe ich jetzt gelernt. Küchen und Kirsche.
Hygienereiniger, aufsprühen, wischen. Und da bitte ein Profituch nehmen, dann schmiert das auch nicht. Noch etwas? Nee, jetzt geht's gerade, wer alles seine Tabs aufbraucht. Das ist... Ich habe die früher auch gehabt, aber meistens sind sie noch in Plastik eingepackt. Oh, das ist doch... Ich habe das bisher in einer alten Tupperdose drin gehabt. Ich habe noch altes Pulver. Das mache ich natürlich noch leer, aber aktuell benutze ich nur unser Chimaco-Pulver. Ist schon ein Unterschied. Das Besteck ist nicht mehr so fleckig. Und ja, kann ich euch jetzt... Müsste ich erstmal wieder mit dem anderen spülen, um dann den Vorher-Nachher-Effekt. Aber die Gläser sind viel, viel klarer geworden. Kommen wir jetzt, das waren aber jetzt bitte die Fragen der Woche, oder? Hatten wir schon Dingelingeling? Du darfst gerne weiter Fragen hier in den Chat schreiben. Forder mich! Dafür bin ich da. Und jetzt eine heiße Diskussion. Lieber kurz oder lang? Ich bring's mal auf den Punkt mit diesem Video. Putzen macht Spaß. Teil 4. Wenn du den Unterschied kennst zwischen kurz und lang. Beantworten wir erstmal die Frage, was haben die beiden gemeinsam? Handlich, schützt meine Hand beim Putzen, sehr strapazierfähig und langlebig. Den Reinigungshandschuh kurz für nimmst du für unempfindliche Oberflächen, leichte bis hartnäckige Verschmutzungen. Der Reinigungshandschuh Langflur nimmt viel Schmutz und viel Wasser auf und entfernt auch Verunreinigungen in Rillen und Vertiefungen. Hier kommen die Beispiele. Fenster, Fensterrahmen, Waschbecken, Dunstabzugshauben, Duschen. Rollläden, Auto, Wohnmobil, Gartenmöbel. Jetzt weißt du Bescheid. Viel Spaß beim Putzen. Du glaubst gar nicht, wie viel Spaß ich bei diesen Videos habe. Ne? Ich denke mir mal, das ist immer so langweilig, wenn ich nur durchrede, mach mal was. Gott. Reden wir drüber. Dirk ist noch am Lesen, du darfst aber gerne mal die Kamera wechseln, bitte. Kann bitte. Man mit dem Spülmittel auch Bleikristallgläser in der Spülmaschine sauber machen? Gute Frage. Die Frage ist ja, dürfen Bleikristallgläser überhaupt in die Spülmaschine? Nächste Woche hörst du die Antwort. Wer hat die Frage gestellt? Blende mal bitte meine WhatsApp-Nummer ein. Schreib mir das mal bitte nochmal per WhatsApp. Weil die Frage, packst du die denn bisher auch in die Spülmaschine? Weil ich meine, Silberbesteck gehört da ja auch nicht rein. Messer auch nicht. Also hat das weder, das hat, also alles, was in die Spülmaschine darf, darf natürlich auch das Geschirrspülmittel verwendet werden. Das Geile daran ist, ihr braucht keinen Klarspüler mehr. Salz, ja, klar, aber kein Klarspüler mehr. Der entfällt. Auch wenn die Spülmaschine jedes Mal sagt, bitte Klarspüler nachfüllen. Pff, egal. Brauchen wir nicht mehr. Trotzdem ist dieser Glossy-Effekt. Ja, ich mache mal ein Video und dann zähle ich mal auf, was das alles kann. Ne? Glossy Clean Effekt nennt sich das. Google ich auch nochmal. Wir haben zwei Produkte heute. Ich verlinke dir die Produkte immer unter dem Video. Im besten Fall hast du schon einen davon. Aber auch die Frage kommt immer wieder gerne, was brauche ich für wen? 12,20. Die Frage kam auch, brauche ich jetzt beide? Ja, natürlich. Was für eine Frage. Auch hier wieder immer die Frage stellen, was will ich reinigen und wie hoch ist die Verschmutzung? Grob gesagt, alles was drinnen ist, kann man gut hier mitmachen mit dem Kurzflur. Übrigens ist das eine Bestellnummer, die ich als allererstes auswendig gelernt habe. 1220, 60830 Schaumpumpe und 1221. Der Langflur ist für alles, was draußen ist. Trampolin ist es bei uns, Fahrräder, Auto, Rollläden, der Wohnwagen. Weil ich meine, wir haben ja jetzt noch abgedeckt, aber zwischen dem ersten und dem nächsten Urlaub steht der die ganze Zeit wieder draußen ungeschützt. Dann sieht das nicht schön aus oben drauf, dann kommt der wieder zum Einsatz.
Vielleicht folgst du mir auch schon auf Instagram oder hier über meinen Status. Am kommenden Wochenende werde ich mal nicht putzen, sondern wir haben ein großes Jubiläum hier von unserem Verein und ich darf das Ganze mit moderieren. Und ich war eben oben, habe mir das Riesenzelt angeguckt und dann hieß es vorher so, Katrin, bring mal was mit, die Plane ist total dreckig, dann müsstest du mal drüber gehen. Hätte ich eh eingepackt. Und ich habe mit beide eingepackt. Bei Plane weiß ich eigentlich, der ist es aber wirklich starke Verschmutzung, dann den Kurzflur. Die Lösung? Sie wird abgemacht, die Plane, und durch was anderes ersetzt. Ich musste also gar nicht putzen. Sonst hättest du es natürlich auf Instagram bei mir in der Story gesehen oder im Status bei WhatsApp. Mehr gibt es zu den Handschuhen nicht zu sagen, außer natürlich zwei im Haushalt zu haben, ist nie verkehrt. Hast du noch eine Frage, Dirk? Nee, aber Heidi mag auch den blauen und den gelben. Aber dann sind wir wieder in einem ganz anderen Bereich. Gelb ist für... Dürft ihr gerne in den Chat schreiben. Andere Kamera. Und blau für was? Für alles, was härter ist und mit dem Kurzen nicht weggeht. An Dreck, also hartnäckiger. Möchtest du das vielleicht in den Chat schreiben, Dirk? Ich wollte eigentlich, dass die jetzt da... Die können ja gelb noch schreiben. Das ist wie jemand, der es vorspoilert. Du sollst die Antwort doch nicht vorgeben. Gibt es auch einen grauen Handschuh? Nein, ich hätte gern einen weißen. Ich hätte gern einen weißen Handschuh, weil ich bin so jemand, der immer noch gerne die Treppenstufen mit der Hand putzt. Und dann möchte ich die natürlich auch trocken machen. Den gibt es leider nicht. Oder viele, die auch ihre Holztreppe feucht wischen, gerne mit einem weißen Handschuh hinterher. Man könnte jetzt den Körperpflegehandschuh nehmen, aber der ist natürlich zu schade dafür. Gleiche Frage auch hierbei, bei den Bodenfasern. Okay? Wenn ich ganz glatte Flächen habe, nehme ich die Langflor, habe ich Unregelmäßigkeiten, weil jetzt, wo war ich bei der gewesen, am Montag Kunden ausliefern, die hat noch, von wann sind die, aus den 90ern, Fliesen, die noch so in sich Vertiefungen haben und gerade die auch noch dann an die Fuge rankommen, das ist einfach eine beschissene Stelle, die sauber zu kriegen, weil wenn man sich die Fliese genau anguckt, ist die nicht gerade, sondern so ganz leicht gebogen. Und da ist natürlich an den Seiten immer, also, weil du putzt ja oben auf der Oberfläche und nicht runter. Geht übrigens aber mit der grünen Kurzflor sehr gut. Boah, jetzt habe ich ja auch viel geredet heute. Habe ich schon darauf hingewiesen, dass ich da einen Daumen gerne hätte? Dann mache ich das jetzt. Abonniere gerne meinen Kanal. Du hast es noch nicht gesagt. Ist eigentlich deine Aufgabe, mich darauf hinzuweisen, weil sowas vergesse ich sehr gerne. Und dann sind wir schon am Ende der Sendung. Wahnsinn. Die Lösung für Gelb ist gekommen. Und zwar Gelb für empfindliche Oberflächen, Hochglanz, Abstauben und Fernseher. Genau. Abstauben. So zum Abstauben. Ich liebe halt den Handschuh, weil du halt super rumgreifen kannst. Jetzt ist mir eigentlich relativ egal, wie meine Nägel aussehen. Aber es gibt manche, die natürlich mit ihren gemachten Nägeln. Aber mit dem Handschuh kannst du halt wunderbar. Du kannst winken, du kannst witzige Figürchen machen und du kannst umgreifen, wenn du halt putzt. Oh Leute, hier, eins noch. Wie duftet der denn? Probiert es aus. Unsere Trend Edition 2023. Ja, so heißt sie ja. In Englisch, ne? Wenn sie Trend Edition heißt? Trend Edition. Wie duftet die? Es gibt in einem neuen Duft Kraftgel, Kraftreiniger, Bodenpflege. Mein persönlicher Favorit ist die Bodenpflege. Grundsätzlich riecht es nach Wald. Wald ist drin, wird auch ein bisschen sagen Moschus. Wald. Ja, sag mal, wie würdest du es beschreiben? Achtung, nicht auskippen. Ist aber kein Nadelwald, ist mehr so ein Laubwald. Ja, Wald. Ich persönlich kann es mir auf dem Boden besser vorstellen als im Spülbecken. Aber um einfach mal einen anderen Duft reinzukriegen, bei manchen hängt es ja schon hier. Dann mal ausprobieren. Und beim Kraftreiniger ist der gleiche Preis wie sonst, aber ist eine Pumpe mit dabei. Probiert es gerne aus. Alle Informationen findest du natürlich bei uns im Online-Shop und vereinfachsauber24.de. Ich freue mich auf deine Bestellung. Das geht am Wochenende, denn der Online-Shop hat 7 Tage die Woche, 24 Stunden geöffnet. Ich habe noch den ein oder anderen, den ich zurückrufe.
bitte hab Geduld bis Dienstag. Dann bin ich wieder voll im Dienst von Gemaco. Und folgt mir sonst weiterhin gerne auch auf Instagram. Im Moment, das letzte Reel ist lustig, was euch so interessiert. Da kommt jetzt immer mehr hoch. Nächste Woche 21 Uhr. Der Dirk hängt schon so hier. Ist sie fertig? Ist sie fertig? Nee, die Uhr ist wieder Thema, weil sie diesmal steht. Nee, sie hängt. Sie steht. Sie hängt, aber die Zeit ist stehen geblieben. Das ist gut so, könnte ich stundenlang weitermachen. Ich motiviere dich zum Putzen. Deswegen bitte nächste Woche um 21 Uhr wieder einschalten. Es ist so schön zu wissen, wenn du dann schon da bist im Chat. Ich schreibe auch wieder rein. Und bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Putzen und bleib bitte, bitte gesund. Bis nächste Woche. Tschüss, eure Katrin.